Ursprünglich war das ein Ausbildungstool für die Spitzenobserver, um sich mehr abgleichen zu können, wie man Szenen bewerten tut oder beurteilen. Ist dann später weiterentwickelt worden, auch dass das Feedback von der Observation an die Schiedsrichter geht. Mittlerweile mit dem Tool Dartfish haben wir auch die Möglichkeit, externe Experten zuzuziehen, die unterstützend dort ihre Sicht angeben und das Feedback an die Schiedsrichter durchgeht. Also, am besten ist es zu erklären an einem Spiel, wo ein Observer vor Ort ist, wo dann ein Schiedsrichter auch einen Observerbericht macht. Dort sind die Observer wie die Schiedsrichter auch verpflichtet, zwei Szenen anzugeben, die speziell sind, wo man sich vielleicht nicht einig ist oder wo man grundsätzlich eine Meinung haben will, wie man es handhaben will. Und dann müssen die Schiedsrichter die Szenen schneiden. Die kommen dann in ein Forum rein, wo von einer Expertengruppe bzw. mit der Observergruppe zusammen diskutiert werden. Natürlich haben die Schiedsrichter auch immer die Möglichkeit, bei einem Spiel, wo kein Observer vor Ort war, die Szenen zu schneiden und aufzuladen. Oder natürlich auch die Nationalliga-Vereine, die die Möglichkeit haben, jederzeit am Schiedsrichterverantwortlichen die Szenen einzuschicken, die dann auch ins Forum kommen, wo sie dann auch das globale Feedback bekommen. Hauptsächlich ist es die Observergruppe, Spitzenobservergruppe, aber auch Ressortleitung, Regeltechnik, Nazi-Trainer, verantwortlicher Sport, der dabei ist, verantwortliche Nationalliga, dann haben wir externe Experten, ehemalige Nationalligaspieler, die dabei sind. Wir haben einen Rito Held dabei, der Nationalspiel kommentieren tut, auch am Fernsehen. Also, das ist so ein bisschen das Gremium, das sich dort beteiligen tut. Als wir angefangen haben mit dieser Videobearbeitung, hat es eigentlich grundsätzlich ein Feedback gegeben. Und das war schwarz oder weiß. Mit dem Tool Dartfish ist man ein bisschen davon weggekommen, Szenen eigentlich nur noch schwarz-weiß anzuschauen, sondern wir wollen dem Schiedsrichter ein Tool geben mit verschiedenen Antworten, mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten und er das herausnehmen kann, was für ihn am besten ist. Und weil das Ganze auch Regeltechnik dabei ist etc., hat das immer einen regeltechnischen Hintergrund, also es ist nicht einfach, man kann einen MS3 geben oder einen Freistoß, sondern das ist dann schon sehr weit auseinander. Dort würde auch die Regeltechnik intervenieren. Sondern es ist eigentlich immer im Sinn des Sports, versucht man, die Rückmeldungen zu geben. Ja, wo es teilweise, wo die Interpretationsmöglichkeit auch vorhanden ist, dass man kann sagen, man gibt jetzt nur einen Freistoß unter den und den Aspekt oder man gibt einen Zweier unter den und den Aspekt. Und dort ist amix die Interpretation von der Situation kann unterschiedlich sein. Und der Schiedsrichter kann sich dann eigentlich herausnehmen, wie er in dieser Situation entschieden hat und wie er für ihn es dann auch am plausibelsten ist. Und es gibt auch klar immer noch Szenen, die schwarz-weiß sind, wo es dann auch klar einen Tenor in eine Richtung gibt. Oder wo die Regeltechnik eingreifen tut und klar sagt, man muss es so und so handhaben. Ja, grundsätzlich den Sport weiterzubringen, die Schiedsrichter auch abgleichen untereinander, auch immer den Vergleich können zu machen, wie wird international angeschaut. In welche Richtung geht es oder in welche Richtung sollten wir? Wo haben wir vielleicht Schwerpunkte? Und von dort her Ausbildungszweck für alle Stufen, eigentlich, die rum sind oder die wir haben, die dementsprechend davon können zehren aus dem vielfältigen Feedback, das dann kommt, das sehr breit abgestützt ist.